Hallo und herzlich willkommen, meine geflügelten Freunde, zu einem weiteren spannenden Part Uras Wi-Fi Battle. Und heute haben wir einen sehr, sehr schönen Juju-Kampf gehabt gegen den Frockentin, gegen die Maike, gegen den wir auch schon öfters gespielt haben. Nur dieses Mal war es wirklich ein sehr, sehr guter Kampf, deswegen dachte ich mir, komm, den musst du hochladen, weil er normalerweise meinte er immer, er hat sich verbessert, aber diesmal hat er sich wirklich wirklich verbessert gehabt, deswegen war es auch ein ziemlich, ziemlich schöner Kampf. Und ich hatte dabei ein Nidoking mit dem Lifehop, ein Cresselia mit dem Überresten, ein Ampharos, ein Mega-Ampharos, in dem Feingriff fällt es mit dem Beulenhelm, glaube ich, ein Scarabon mit Walschall, das was ich in How to Play vorgestellt habe, und ein Impergator mit dem Walband. Er hat ein, er hat dabei ein Skelabra mit dem Item, weiß ich nicht, ein Florges mit den Überresten, ein Elfhuhn. Leute, nach diesem Kampf hasste ich Elfhuhn wie die Pest mit den Überresten. Ein Forstaker mit den Überresten, dreimal Überreste, ein Flampivia mit dem Walband und ein Mega Bibor. Das war wirklich ein nicht zu leichter Kampf für mich und ja, eigentlich genug geredet, lassen uns doch mal gleich in den Kampf reinschauen. Jetzt beginnt der Kampf auch schon, da ist Maike oder Frockentin oder ich glaube Yannick Elbind mit Skelabra. Gar nicht so schlechter Lied, ich beginne hier mit meinem Nidoking, leider ein spezielles Nidoking. Deswegen kann ich gegen Skelabra nicht viel machen, dachte ich mir, weil normalerweise hätte man vielleicht Steinhagel oder Steinkante auf einem physischen drauf, auf einem speziellen. Jedoch hat man keine Gestandsattacke, deswegen wechsle ich es in dem Fall aus. Er hat in der Zeit sein Forstaker reingewechselt, um aus irgendeinem, keine Ahnung warum er Forstaker in den Fall reinwechselt, aber auch egal, wir wechseln. Hier Impergator reinmerken, okay, da können wir nicht viel machen. Doppelswitch zurück auf Nidoking. So, wollten gucken, was er jetzt macht. Und er wechselt auch zurück seinen Turbo, seinen Forstaker. Und nun wechselt er sein Elfhuhn rein. Und da dachte ich mir, okay, Elfhuhn, was kannst du, du dreckiges Stück? Er wechselt es wieder zurück. Und ja, meine Befürchtungen waren da leider nicht mehr so nötig. Er wechselt wieder Skelab rein und ich hole einfach mal die Schlammwurg raus. Die wäre nämlich viel, viel effektiv auf Elfhuhn gewesen. Trifft Skelabra, macht ja nicht mal die Hälfte Schaden. Und ich habe wieder gesehen, okay, hier kann ich nicht drin bleiben. Ich mache nicht genug Schaden, um den zu besiegen. Das war meine stärkste Attacke gegen Skelabra. Deswegen wechseln wir hier auf mein speziell defensiv Griffeldes aus. Das kriegt jetzt den Spukball ab. In dem Fall. Und naja, gut, wie gesagt, speziell defensiv und nicht Typ. Das macht nicht viel Schaden. Wir heilen wieder ein bisschen was mit den Überresten und haben jetzt hier keine Probleme mit Skelabra. Er wechselt Skelabra aus, dachte sich, okay, das ist ein Unlicht-Pokémon, hat bestimmt Schmarotzer oder Abschlag. Er wechselt auf Flampivian. Und von mir kommt natürlich jetzt der Abschlag. Und der trifft auch Flampivian sehr stark und er verliert dadurch sein Walband. Ich bin jetzt hier drin beim spezielldefensiven Griffeldes, dachte mir, okay, hier kannst du nicht drin bleiben. Mal sehen, was dieses Flampivian noch so hat. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Deswegen wechsle ich zurück auf meinen Nidoking, weil ich mir dachte, er kann nichts gegen Nidoking machen, außer vielleicht ein Flammenblitz oder sowas, aber der wird nicht stark sein. Hier kommt der Steinhagel von ihm und naja, es ist ein Nidoking, es trifft nicht sehr effektiv, ist nicht Stab, also macht es auch nicht so viel Schaden. Ich hache einfach mal safe die Erdkräfte und ja, wer hat's gedacht, nehme damit natürlich Flampivian aus dem Spiel. Flampivian stirbt hier meinem Gegner weg, ja. So, hier kommt an meinem Gegner nun der Wingull Killer. Ist ein schöner Name, mein Freund. Ein sehr, sehr schöner Name. Fick dich. Was? Wo habt ihr das gehört? Okay, es geht in die Mega-Entwicklung, das Bibor. Und ich dachte mir, okay, was will Bibor jetzt groß machen? Gehen wir einfach mal auf eine Attacke. Ja, er macht Schutzschild. Damit konnte ich leider jetzt hier nichts mehr machen. Ne? Damit ging leider mein Eisstrahl daneben. Und er ist jetzt leider auch schneller als ich. Deswegen dachte ich mir, komm, bleibst drin. Nidoking kann auch nicht mehr so viel reißen. Er zerstört mein Nidoking ein bisschen. Ja, Kehrtwende. Es gibt was Stärkeres als Kehrtwende. Aber sonst alles in Ordnung noch. Er wechselt auf Rose for Franz, ein Florges, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen schwul, der Junge, aber ist auch in Ordnung, ich mag auch schwule Kinder. Aber gut, er wechselt auf ein Florges, speziell defensiv sicherlich, hier komme ich nicht durch, er macht Schutzschild, um ein bisschen zu stallen, zu gucken, was ich mache. Natürlich habe ich eine Schlammwurge, wie ihr gesehen habt, das würde auch dieses Florges sehr hart treffen, aber wie man sieht, ja, hat er Schutzschild gemacht und heilt sich bis mit Überresten. Wechselt hier dann aus. Und ich dachte mir, bleibst du auf Schlammwoge? Ja, bleibst du auf Schlammwoge. Aber er holt Forstaker rein. Und ja, Gift hat keine Wirkung auf Stahl. Ich gehe wieder hier auf meine Erdkräfte. Sehr, sehr viel Action hier von meinem Nidoking gewesen. Und nur die Robustheit hält diesen Forstaker davon ab, nicht zu sterben. Er macht den Gyroball.
und ja, nimmt damit mein Nidoking damit auch letztendlich raus. Er hat dann, ja, jetzt sein Fossilier drin mit den aus irgendeinem Grund Überresten. Die bringen ihm nicht viel jetzt, wenn er auf diesem Bereich ist. Ich dachte mir, holst einfach Impagator und machst eine Wasserdüse und nimmst es damit raus. Aber er wechselt leider in dem Moment aus, als ich meine Wasserdüse machen wollte, auf Elfhuhn. War kein schlechter Zug. Deswegen, ja, kommt jetzt meine Wasserdüse und macht sehr, 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 sehr lächerlichen Schaden. Gut, den halt er auch schon fast wieder weg mit den Überresten und damit war dieser Zug leider verschenkt. Ich wechsle meinen Impagator raus und wechsle auf ein Pokémon, das dieses Elfhuhn handeln kann, nämlich mein Cresselia. In dem Fall hier speziell, in dem Fall physisch defensiv. Ich wusste nicht viel über Elfhuhn und dachte, komm, vergiften wäre glaube ich gar nicht so schlecht. Gehe hier auf Toxin, aber er macht Verhöhner. Ja, meine Freunde, Elfhuhn ist eklig. Gut, kann jetzt nicht auf mein Toxin gehen, leider. Und stehe jetzt hier an einem Punkt, wo ich mir denke, er macht Zugabe und damit wäre ich auf Toxin gebannt und hätte damit nicht angreifen können. Aber weil ich langsamer bin, kann ich ihn angreifen beim Psychoschock und sehe, dass es auch keinen Schaden macht. Meine andere Attacke wäre noch die Mondgewalt und damit könnte ich auch keinen Schaden machen. Deswegen sehe ich hier, okay, wechsel mal aus. Wechsel auf Impagator, weil Impagator hat auch noch den Eishieb, wovon er nichts wusste und er macht hier sein Watteschild und ich dachte mir, Watteschild, nein, geh weg, mit Watteschild. Watteschild ist nicht nett, meine lieben Freunde, nicht so nett und die Überreste heilen ihn weiter, aber ich dachte mir einfach, komm, der Eishieb muss jetzt sitzen, er macht die Mondgewalt, zieht damit mir jetzt nicht so viel ab und jetzt kommt der Eishieb vom Impagator, Walband, Eishieb, Impagator und es macht nicht viel Schaden. Er heilt weiter mit den Überresten und ich dachte mir, oh mein Gott, was machst du jetzt? Elfhund ist eklig, aber er wechselt jetzt zum Glück aus. Er wechselt jetzt zum Glück auf sein Turbo, auf sein Fosterica und ich dachte mir, tja, ist mir egal. Damit nehmen wir Fosterica raus, es hat keinen Beulenhelm gehabt, wie wir wussten und somit stirbt ihm hier seine physische Wall, sein Fosterica weg. Ja, der Fosterica Floggescore ist schon eklig. Er wechselt auf Wingull Killer und ich dachte mir, meh, was mache ich jetzt? Ich bin auf Eishieb gebandet. Bleiben wir mal auf Eishieb. Er macht Jutschild leider und damit können wir. Sieht natürlich, dass wir gewahlwandelt sind, dass wir nur Eishieb machen können. Und jetzt kommt die Kehrtwende von ihm, die jetzt nicht so wenig Schaden macht, aber wir überleben mit 5 KP. Und das hätte ich nicht erwartet gehabt, denn 5 KP ist schon nicht so schlecht. Und Impagator wird später auch nochmal gar nicht so unwichtig. Da kommt Floris, ich dachte mir, meh, was machst du? Einfach Eishieb drauf spammen. So, das macht ziemlich viel Schaden, wie wir gesehen haben. Und diesen Schaden müsste man sich jetzt merken, weil später wird dieser Schaden noch sehr, 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 sehr wichtig. Ich wechsle hier jetzt aus auf mein Cresselia, auf meine spezielle Wall. Ich dachte mir, jo, auf meine physische Wall, Cresselia natürlich. Und dachte mir, was will das Floggis jetzt machen? Und dann im nächsten Mal dachte ich mir, was kann ich dagegen machen? Denke mir, also Toxin und also stetiger Schaden ist natürlich nicht so schlecht gegen Floggis, aber macht Wunschtraum. Und damit heilt er sich leider jetzt natürlich wieder hoch. Man kennt das Spiel ja, Wunschtraum, Schutzschild ist richtig eklig. Und somit heilt er sich dann wieder hoch in der nächsten Runde. Hier kommt das Toxin meines Gegners. Ja, das macht jetzt noch nicht so viel Schaden, aber ich dachte mir, komm, das wird noch mehr werden. Er macht Schutzschild. Ich kann natürlich in dem Fall nichts machen, außer ja, meinen Angriff daneben gehen lassen. Und er heilt sich mit seinem Wunschtraum wieder hoch. So, Überreste Recovery kommt von meinem Gegner und natürlich kommt auch gleich noch das Gift, das jetzt natürlich nicht mehr so schwach ist, trotzdem nicht so viel Schaden macht. Und ich dachte mir, komm, wenn wir jetzt einen ordentlichen Crit raushauen oder sowas und das Toxin noch eine Weile bleibt, dann haben wir das Ding besiegt und ja, er hat Aromakur. Und, Aromakur, Mann, ich hasse Floggis, so, es ist so stark einfach im Juju, es ist einfach so stark. Gut, also wie wir gesehen haben, wir können nicht viel gegen dieses Floggis machen. Und ich dachte einfach, bleib straight auf Psychoschock. Mal gucken, was wir da machen an Schaden. Und da hatten wir einen Crit, aber wie wir sehen, macht er jetzt schon wieder den Wunschtraum. Und ich dachte mir, jetzt ist deine Chance. Jetzt musst du irgendwas raushauen, was das Ding tötet. Und ich dachte mir, nur ein Pokémon ist schneller und tötet es. Und das ist natürlich mein Impagator. Also muss ich jetzt unbedingt auf es wechseln, was ich jetzt auch in dem Moment tue. Und ich muss überlegen, was mache ich jetzt für eine Attacke? Walband und irgendeine starke Attacke. Und natürlich kommt da nur eine in Frage, nämlich die Kaskade, dachte ich mir in dem Fall. Er hat nicht mehr so viel Leben und ich dachte eigentlich, dass er jetzt noch mal ein Schutzschild drücken wird oder sowas. Aber wie wir gleich sehen,
Wie wir jetzt gehen, macht er es nicht. Utikas Karte kommt zum Glück durch und ich habe jetzt gebetet, dass sie reicht. Und natürlich reicht sie auch zum Glück dieses Mal. Und damit nehmen wir sein Florges raus und haben dann ein sehr, 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 sehr gutes, sehr, sehr guten Vorteil rausgespielt. Ich dachte mir, okay, Imperator kann sterben lassen. Ich brauche es nicht mehr. Es hat seine Pflicht erfüllt und hiermit lasse ich Imperator sterben. Tschüss, Imperator. Du hast viel getan für dein Team und das war nicht so schlecht. Jetzt kommt, dachte ich mir, okay, jetzt ist Zeit für Scaraborn. Scaraborn mit Wahlschar und Steinkante konnte seine letzten drei Pokémon auch noch ziemlich, ziemlich gut einheizen. Deswegen dachte ich mir, okay, Scaraborn, los, let's do this. Jetzt hat er gesehen, dass Scaraborn die Steinkante hatte, hat nämlich vor Schutzschild gemacht. Deswegen wechsle ich hier aus, weil ich mir dachte, er wechselt jetzt bestimmt noch irgendwas, womit ich nicht, ja, womit, was ich nicht so gut bearbeiten kann. Zum Beispiel dieses Elfhuhn. Gut, hier dachte ich mir, was machst du jetzt? Jetzt hast du Ampharos drin, Mega Ampharos. Mega wäre nicht so eine gute Idee. Da macht er nämlich mir viel mehr Schaden. Deswegen wechsle ich wieder aus. Wieder ein Double Switch von mir hier auf mein Grifeldis. Und Grifeldis dachte ich mir, okay, vielleicht schaffen wir es mit Grifeldis. Er macht Mundgewalt, speziell defensives Grifeldis. Mal sehen. Hält es ziemlich gut aus, obwohl es sehr effektiv war. Und jetzt sinkt unser Spezialangriff. Das war jetzt nicht sehr, sehr schlimm, aber Elfhuhn heilt wieder mit den Überresten. Und ich dachte mir, okay, erstmal müssen wir die Überreste wegkriegen, damit unsere anderen Pokémon bessere Chancen haben, wie zum Beispiel Scaraborn mit seinem Megahorn. Und jetzt kommt von mir, erstmal kommt von ihm die Mondgewalt. Ist ziemlich schnell, so ein Elfhuhn, sehe ich gerade. Und jetzt kommt von mir der Abschlag, damit er keine Überreste mehr hat. Elfhuhn wird sicherlich keinen Abschlag haben. Und er hätte jetzt natürlich Zugabe machen können oder sowas, aber ich weiß nicht, warum er jetzt in dem Fall keine Zugabe gemacht hat. Das wäre vielleicht klüger gewesen. Und jetzt kommt noch eine Mondgewalt und ich habe dafür gebetet, dass wir es überleben, weil wir haben noch einen Sturzflug auf diesem Grifeldis. Und wir überleben natürlich mit 21%. Sinkt natürlich wieder der Spezialangriff, was sehr, sehr wichtig ist auf Grifeldis. Und jetzt kommt der Sturzflug und ich dachte mir, komm, Step Sturzflug, du musst jetzt reichen. Bitte reiche, bitte reiche, bitte reiche. Und es reicht natürlich gegen Elfhuhn. Somit stirbt sein Elfhuhn, aber auch natürlich auch mein Grifeldis durch den Rückstoß. Und damit, ja, haben wir zum Glück auch Elfhuhn rausgenommen. Unser Gegner hat jetzt noch zwei Pokémon. Und davon sind beide steinkantenschwach, dachte ich mir. Deswegen kommt jetzt Scaraborn raus. Und Scaraborn kann das nämlich sehr, sehr gut handeln mit der Steinkante. Krut er sich hier das Bibor. Ich weiß nicht, warum er nicht irgendwie nochmal auf Schutzschild gegangen ist. Hat vielleicht gesehen, dass es nichts bringt. So, er verliert jetzt ein Ende seines Lebens. Wir kriegen unseren Hochmut-Boost. Und jetzt dachte ich mir, okay, jetzt haben wir Sieg drinne. Denn Skelabra, Steinkante, one-hitted das mit dem Hochmut-Boost natürlich auch. Aber wir müssen zum Schluss natürlich nochmal missen. Kriegen den Flammenwurf rein. Und Flammenwurf, ja, wer hat's gedacht, reicht natürlich. Wird vielleicht sogar Wahlglas Skelabra sein. Weil sonst hätte uns das, glaube ich, uns ausspeedet. Deswegen dachte ich mir, komm, holst du Ampharos rein. Und Ampharos kann ich jetzt ganz leicht handeln mit der Mega-Entwicklung. Und ich habe auf diesen Ampharos noch einen Move, der natürlich extra für Skelabra drauf ist. Nämlich, das kann man gleich sehen. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel spoilern. Er macht die Überbrückung, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kommt der Flammenwurf meines Gegners. Den resisten wir. Und jetzt kommt von mir die Attacke, nachdem wir noch ein Burn bekommen haben. Jetzt kommt von mir der Juwelenkraft. Nämlich die Juwelenkraft-Attacke kommt jetzt von mir. Und die reicht natürlich aus, um Skelabra rauszunehmen. Und damit haben wir in dem Fall offiziell gewonnen gegen Maike und das war ein gar nicht so schlechter Kampf, fand ich. Er hätte vielleicht sogar gewinnen können, hätte er mit Elfhuhn Zugabe gemacht, als ich Abschlag gemacht habe. Dann hätte er vielleicht noch ein bisschen was reißen können in dem Fall, aber sonst war es ein ziemlich, ziemlich guter Kampf und ich freue mich eigentlich auf den nächsten. Wenn die nächsten auch so gut werden, dann wird das sicherlich lustig. Ja, und dann, ja, sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich freue mich jetzt schon gleich. Ich muss nämlich vorproduzieren für nächste Woche, weil nächste Woche ist ja Gamescom, bin ich nicht zu Hause. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Und ja, wenn ihr denkt, dass ich das hinbekomme, dann lasst so ein Like da. Nein, macht das lieber nicht. Das ist armselig. Nein, okay, wenn ihr Spaß hattet, dann lasst so ein Like da oder einen Kommentar oder abonniert mich oder folgt mir auf Twitter. Und ja, da werden wir auch am Ende dieser Folge ankommen. Und damit, ciao.